Hantavi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen und mit Familie Grusel. Und nein, das ist nicht Alexander Grusel, der hier steht. Das ist Gerd Grusel, der jetzt gerade erwachsen geworden ist, der jetzt gerade hier sich noch ein Blind Date holen wird. Guck mal, du kannst dir mal ganz kurz die Hände waschen, damit du so ein bisschen, ja, sauberer bist. Gerd, also wer ist hier noch? Alexander lebt natürlich auch noch hier. So, er geht nach Hause, okay. Und dann würde ich mal sagen, kannst du mal gerade hier das noch abspülen, Alexander? Doch, Alexander. Wir haben immer noch Party, weil Gärtner, wie gesagt, gerade Geburtstagsparty hatte. Oh, unser Vogel hat großartig Hunger. Sollten wir mal füttern. Gregor ist, glaube ich, im Bett gelandet. Genau. Und wir warten gerade noch auf ein Blind Date, auf eine Blind Date-Möglichkeit. Da ist die Britta, die wir jetzt mal gerade begrüßen. So, Rabea ist auf der Arbeit. Sie kommt hoffentlich mal mit einer Beförderung nach Hause. Das fände ich jetzt ganz, ganz toll. So, um Blind Date bitten. Er ist traurig, weil er nicht auf dem College war. Das finde ich natürlich auch doof, aber eine Frau. Kriegst alles, 5000. Komm schon. Juhu. Oh, eine alte Frau hier, Mann. Okay. Da bin ich natürlich nicht begeistert, dass jetzt gerade eine Seniorin kommt. Die quatsche ich zwar jetzt mal gerade kurz an, aber dann werde ich ins Bett gehen. Na komm schon. Wo gehst du denn hin? Ach, jetzt geht er ganz außen rum, oder? Oh, nee. Okay, dann mach mal. Ich gehe mal mittlerweile rein. So, Abraxas haben wir gut versorgt. Gott sei Dank. So ein bisschen Hunger hättest du vielleicht noch. Oder warte mal. Wir rufen gerade noch mal kurz jemanden an. Guck mal, den Claudio, mit dem könnten wir uns noch ein bisschen befreunden. Oder vielleicht auch mit deinen Geschwistern. Dann mach mal mit den Geschwistern. Ruf mal die Gerda an. Komm, mach. Ja, das war wirklich ein... Yay! Und ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ja, sie hat jetzt den Platin-Level. Unsere Rabea hat also die Spitze der Gastronomie-Karriere erreicht. Ist Star-Köchin geworden. Und das heißt für mich, dass sie jetzt auch in Rente gehen kann. Sie hat den Platin-Level. Yay! Das ist cool. Das ist cool. So, wer ist es jetzt? Ach so, ich habe auf weitergemacht. Warte. Deine Schwester Gerda sollst du anrufen. So. Ja, großartig. Oh, und irgendwie haben wir auch noch gerade irgendwas erreicht. Das waren 25.000, hat sie selbst auch noch verdient. Boah. Auch nicht schlecht, ne? Was ist denn das? Akupressur gelernt. Wo hast denn du Akupressur gelernt? Hatten wir schon Urlaub gemacht? Oh Gott, ich weiß das schon gar nicht mehr. Okay, wie auch immer. Ja. Cool. So, jetzt gucke ich mal nach unserem. Du bist ganz außen rum gelaufen, oder? Ja, jetzt. Na, dann geh doch woanders hin, oder? Geh mal hier raus, Mensch, das geht doch auch. Die ist so doof gefallen, dass wir außen rum gehen müssen. Ah, verdammt, oder ich muss das vielleicht mal gerade wegstellen, oder so. Genau. So, ich will nur wissen, ob's, wie viel Blitze es denn sind. So, komm, hör auf mit ihm. Das bringt doch eh nichts. Die gibt dir keine Kinder und das ist das Wichtigste bei für einen Grusel, für einen Erbengrusel. Oh, drei Blitze hat sie aber immerhin. Nun gut. So, unser Gerd, der hat hier oben eigentlich ja das Zimmerchen noch. Aber ich denke mal, das Zimmer ist für ein Doppelbett definitiv zu klein. Deswegen wird er demnächst vielleicht auch dann mal unten was bekommen. Aber ich denke auch erst später. Ich werde ihn jetzt erstmal mal dort reinschicken. Die Hausaufgaben sind schon weg von ihm. Ja, du bist
Die Zeit läuft ab, ja, ist mir wurscht. Was machst du denn? Internetrecherche über Spiele. Ist das dein Hobby, Mensch? Das macht er jetzt schon zum... Ich weiß ich nicht. Nee. Kunst und Handarbeit eigentlich. Okay, dann mach mal Sims spielen, weil Spaß und so. Du musst eigentlich noch Hausaufgaben machen. Ich glaube, du hast noch einige an Hausaufgaben hier liegen. Sind wir denn Einserschüler? Ja. Sind wir eigentlich privat? Ja. So, Alexander, wo ist er denn? Da ist er. Dann nimm du noch mal was Reste und unsere Rabea wird jetzt die Arbeit anrufen und in Rente gehen. Und dann darf sie auch erstmal hoch benutzen, duschen. Dann kannst du erstmal schlafen. Immerhin haben wir nachts. Gerd ebenfalls. Gregor eigentlich. Ja. Was ist denn jetzt? Ah, Celeste wurde auch befördert. Weiße Katzenhalsband mit Tatzen freigeschaltet. Unser Hund Celeste wurde befördert. Cool. Oh. Dem geht's. Ihr geht's jetzt total schlecht. So, wir gehen in Rente mit unserer Rabea. Ja. 465. Echt, das kann doch nicht sein. Na gut. So, Gregor, du hattest, glaube ich, auch nochmal Hunger. Dann komm nochmal kurz runter. Gerd ist ins Bett. Alexander. Den würde ich dann jetzt nochmal auf die Toilette schicken. Die kannst du dann säubern. Hier kannst du mal ein paar Fische füttern noch und dann gehst du auch ins Bett. Und das hier würde ich jetzt eigentlich als Schlafzimmer für Gerd dann jo, umbauen demnächst. Weiß noch nicht, ob ich es heute mache. Schauen wir mal. Ich denke, wahrscheinlich aber noch nicht heute. So, du hättest eigentlich auch mal aufräumen können. Gregor? Ah, Gregor ist lieber ins Bett. Wer ist denn das da unten? Das ist Gerd. Warum ist Gerd? Ach, mach doch den Abraxas-Tu da rein, Mensch. Logik müsstest du machen, Mensch. Wenn du Spaß brauchst, dann mach das Logik, Mensch. Weil da brauchen wir noch den Punkt. Dann mach das halt mal fertig. Guck mal, die Sarah, die setzt sich zu dir sogar hin. Es ist schon spät, es ist schon spät. Tschüss, tschüss. So ein Logikpunkt, perfekt. Wo ist er denn? Okay, du räumst den Rest nochmal weg. Dann gehst du auch nochmal hier unten auf die Toilette. Und gehst in dein Bett. Ich weiß gar nicht, was da so schwer dran war. Soll ich dich mal folgen? So, erstmal das hier aufräumen. Dann gehst du hier rüber auf Toilette. Übrigens ist unser Fernseher noch an. Dann gehst du hoch. Eine Etage. Die nächste Etage. Ups, ich bin nach oben natürlich. Und in dein Bettchen. So, jetzt schlafen sie alle, oder? Anscheinend nicht. Weil sonst wird es doch schnell laufen. Okay. Rabea ist aufgestanden. Rabea, was hast du denn als Hobby? Dann gucken wir mal, dass du dein Hobby vervollständigst. Das ist nämlich so immer mein nächster Wunsch. Dann geh mal runter und übe einfach mal Klavier. So, du bist dann auch eigentlich fast aufgewacht. Natur, genau. Dann können wir mal mit dir umziehen, Alltagskleider. Und am besten habe ich immer rausgefunden, Internetrecherche oder dann das Bloggen. Ach, was stehst denn schon wieder auf, Mensch, Junge? So, mach mal Hausaufgaben. Sind so einige dran bei dir jetzt. Ja. So. Hat der Hunger? Ja, ein bisschen Celeste hättest du schon Hunger. Aber... Dann ist doch was, da ist doch.
jetzt ist sie. Ist sie, Celestias Mädchen. So, ja, was mache ich denn mit dir? Logik, Mechanik, Sauberkeit. Okay, wir lernen mal direkt nochmal ein bisschen Mechanik. Das schadet mir jetzt gerade mal nichts, bevor ich essen gehe. Gregor müsste eigentlich in die Schule. Ich weiß nicht, wie weit er mit den Hausaufgaben mittlerweile ist. Komm, dann leg's mal erstmal hin. Ab in die Schule. Na, legst du die Hausaufgaben wieder hin? Ja, ich glaube, eins hat er geschafft. Das zweite hat er gerade so angefangen mit 12%, ja. Er ist immer noch hier am Internet recherchen und Rabea ist hier unten. So, ich spule mal einfach ein bisschen vor und ich glaube, ich habe jetzt gerade noch mal einen kurzen Moment. Genau, wir haben 9 Uhr. Aber dann würde ich doch mal ganz kurz noch mal anfangen, zumindest hier das aufzubauen. Wobei der Zeichentisch mir noch irgendwo hin muss. Das weiß ich noch nicht, wo ich den hinbringe. Hier raus ist auch blöd. Vielleicht dann doch hier nach oben komme ich. Wir machen einen Zeichentisch hier nach oben. Ja, warum nicht? So, was kriegst du denn für ein Bett hier? Also das verkaufe ich noch und auch das Zeichenteil, das stelle ich jetzt auch erstmal hier nach oben irgendwie. Oder da draußen vielleicht sogar. So. Einmal, nee. Ach komm schon, da und dann da. Da nehmen wir natürlich ganz pompös. Ah genau, ja, so ein bisschen dunkel drauf. Ein bisschen dunkel drauf. Ja. Nehmen wir in die Ecke, nehmen wir in die Ecke. So, das hier passt dann überhaupt nicht mehr da rein. Genau. Dann ein Beistelltisch. Was hätten wir denn da anzubieten? Müssen wir natürlich auch die teuersten, ja, die teuersten Sachen. 4 Füße. So. Bisschen ins Rot gehend. Dann Beleuchtung. Da nehme ich auch eines der teuersten. So. Einmal. Und zweimal. Was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Kleiderschrank. Wir schauen mal aufs Teuerste. Das, weiß ich nicht. Würde der passen? Passt. Oh, ist schon in Ordnung. Was brauchen wir noch? Ah ja, ich mache hier auch noch einen. Nee, das hier. Das Teil mache ich auch noch rein. Und dann gibt es noch einen schöne Couch oder eigentlich vielleicht wirklich so einen Zweiersitz oder so. Wäre ich ganz cool hier. Aber ich guck mal. Von dem teuersten, aber der teuerste Zweiersitz ist der hier. Was Dunkles oder dann noch ins Rot gehend. So, der hier. Perfekt. Ja, dann an den Wänden eine schöne Tapete. Das ist schön, ist natürlich relativ, ne? Ich möchte mal irgendwas nehmen, was ich nicht so oft nehme, Mensch. Und dann als Teppich, sorry, passt einfach am besten der hier jetzt eigentlich dazu. Genau. Und ein was noch. Hier Deko-Sachen. Die ist aber doch furchtbar. Der passt. Passt der da rein? Ja doch, der macht ein bisschen fröhlicher dann rein. Und ich nehme zwei nebeneinander. So. Genau. Und wir könnten noch mal ein paar Skulpturen. Nee, die sind ja alle zu groß. Aber das hier vielleicht. Super. Guck mal.
Nee, das Teil ist. Das ist ja riesig. Das können wir auch in den Garten stellen, aber. Doof. Oh, das können wir auch da oben drauf stellen. Sehr schön. Geht das auch noch? Nee, das ist zu groß. Das da? Nee, das ist auch zu groß. Das hier noch? Weiß ich nicht. Passt. Das braucht mehr Platz. Nee, das auch nicht. Das auch nicht. Das ist auch zu groß. Ich mach doch noch nur irgendwas nebendran aufstellen. Noch eine Vase ist natürlich auch doof. Hm. So, warte mal. Was fällt mir gerade ein? Das könnten wir noch hinstellen. Ah, perfekt. So, dann habt ihr nämlich auch noch ein schönes Zimmerchen bekommen. Wir können natürlich auch noch mal an die Wände. Stimmt. Vielleicht noch ein Gemälde. Gibt es davon mehrere? Ja, so. Und was ist denn das für ein... Die Muse? Ne, das ist ein bisschen groß, die Muse. Huch, wo habe ich denn das jetzt hingemacht? Draußen. Das sieht ja echt eklig aus. Sorry. So, das hier können wir da vielleicht noch hinmachen. Und hier hinten dran. Das wäre... Ah, genau. Und wobei, dahin. Und da ist vielleicht... So, perfekt. Okay, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen und hören uns dann ein nächstes Mal wieder. Wo geht's weiter? Bei Familie Hübsch. Holger Hübsch. Ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen und hören uns dann das nächste Mal wieder. Lasst mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Saki Naito. Ciao, ciao.